Wir sollten Sir Mara vor dem Detective finden. Sieht so aus. Wäre vielleicht besser. Und damit machen wir uns mal auf den Weg. Wir kommen ja jetzt glücklicherweise durch. Ist ja nicht so, als ob wir nicht schon vorher durch die Absperrung gekommen wären. Aber jetzt haben wir auch die hochoffizielle Erlaubnis. Die haben sich zur Seite gemacht. Und ich weiß immer noch nicht, wofür der Fahrstuhl dort ist. Aber wird sich vielleicht noch später klären. So, Area, wir sollten das als Lagerüberschuss betrachten. Schicken Sie den Rest an den üblichen Ort zu Thags. Ein paar Teile weniger wird er nicht vermissen. Gut, wir laden die Nachricht mal hoch. Keine Ahnung, für was das gerade war, ich weiß es nicht. Aber ich denke, es wird schon richtig gewesen sein, dass wir es hochgeladen haben. Und jetzt könnte es bald Ärger geben. Oh, das klingt nicht so gut. Schauen wir mal. Oh, hi. Was ist denn hier los? Wie wär's denn, wenn... Keine Ahnung. Thane werfen? Doch, der hat doch dasselbe werfen wie ich jetzt, ne? Ja. Oh, schön. Das wird witzig mit den beiden. So. Und bitte nochmal ein bisschen ziehen. Das hat... Doch, ich wollte gerade sagen, es hat nicht so gut funktioniert, aber hat es doch noch. So, weiter geht's. Das ist lustig. Voll die biotische Angriffswelle hier. Das wird total geil. So, hier oben ist gar nichts, also gehen wir hier weiter. Immer da, wo am meisten abgesperrt ist. Es waren meine besten Leute. Wir haben Samara gefunden. Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin. Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Mein Name ist Tamara und ich diene dem Justicar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Die Söldnerin war verletzt und hilflos. Erledigen Sie jeden, der Ihnen nicht hilft? Wenn die Sache wichtig genug ist, ja. Ist das bei Ihnen anders? Ich habe Feinde ausgeschaltet, aber immer mit gutem Grund. Ich folge meinem Kodex, der ganz klar definiert ist. Wenn mein Handeln diesem Kodex entspricht, ist es richtig. Wenn nicht, bin ich im Unrecht. Ich behaupte nicht, dass es immer leicht ist oder dass jeder es für richtig halten muss. Aber ich habe einen ungestörten Schlaf, was die meisten von sich nicht behaupten können. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie sagt es ja auch, es ist nicht leicht, immer diesem Kodex zu folgen, denn natürlich macht sich jeder seine eigenen Moralvorstellungen und egal wie anpassungsfähig man ist, man wird nie immer auf der gleichen Linie mit irgendeiner Partei oder irgendeinem moralischen Kodex oder einer moralischen Instanz sein, die jetzt auch meinetwegen religiös ist. Man wird immer irgendwo eine kleine Abweichung in seinen eigenen Ansichten, seinem eigenen Glauben haben. Und dann ist es natürlich schwer, wenn man immer ganz treu und richtig hart an der Kante quasi dem Kodex folgen muss und auch alles töten muss, was davon halt abweicht. Die Chancen sind miserabel, fast schon selbstmörderisch. Und dafür brauche ich die Besten, also Sie. Ich fühle die Wahrheit in Ihren Worten und Sie beschämen mich. Aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen Flüchtling her. Ich hatte sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikarin. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit Ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich Sie nicht wieder freilassen.
Sie werden mich nicht aufhalten können. Für Menschen ist das hier verwirrend. Kann mich mal jemand aufklären? Ich wollte Sie davon überzeugen, mit Ihnen zu gehen. Aber Justicare und Ihr Kodex. Der Detective hat den Befehl, mich festzunehmen. Ich kann Sie nicht zur Befehlsverweigerung zwingen. Und nach einem Tag tötet Samara jeden, der sich ihr in den Weg stellt? Leider ja. Es muss doch eine Lösung geben, wie wir alle bekommen, was wir wollen. Ich weiß eine Lösung. Während ich in Verwahrung bin, finden Sie den Namen des Schiffes heraus. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Können Sie mir mehr über Justicare erzählen? Wir sind Individuen, die Familie, Kindern und weltlichen Besitz abgeschworen haben. Von ein paar Waffen und Panzerung mal abgesehen. Wir durchreisen das Gebiet der Asari und machen geschehenes Unrecht wieder gut. Gemäß dem uralten Kodex, den wir alle auswendig gelernt haben. Ilium wird zwar von Asari beherrscht, liegt aber nicht in ihrem Gebiet. Meine Feindin ist hierher geflohen. Ich habe geschworen, sie zur Strecke zu bringen und ich werde ihr überall hin folgen. Ein Justicare verlässt nur selten das Gebiet der Asari, aber ich muss meinen Schwur halten. Wenn das zu meinem Nachteil gerät, werde ich es akzeptieren. Eben haben Sie sich noch geweigert, Ihre Ermittlungen einzustellen und jetzt schwören Sie plötzlich, mir überall hin zu folgen? Wenn ich bleibe, werde ich viele Unschuldige töten, um der Inhaftierung zu entgehen. Mich zum Beispiel. Dabei könnte ich fallen und meine Feindin könnte ihre Verbrechen fortsetzen. Wenn ich mit Ihnen gehe und Ihre Mission überlebe, kann ich danach meine Ermittlungen wieder aufnehmen. Dazu brauche ich den Schiffsnamen, um Sie zu Ihrem nächsten Unterschlupf verfolgen zu können. Die Entscheidung fällt mir leicht. Eine geringe Chance ist besser als gar keine. Dieser Justicare-Kodex scheint ziemlich strikt zu sein. Das mag Ihnen so vorkommen, aber ich bin nun mal darauf vereidigt. Der vorteilhafte Weg mag schnell und einfach sein, aber das macht ihn noch lange nicht richtig. Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney Four ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier und Sie muss ich wohl mitnehmen. Ich danke Ihnen, Shepard. Okay, dann ist auch klar, wofür wir jetzt hier drüben den Aufzug gleich brauchen. Ich nehme mal an, Pitney Four wird uns gleich dort lang schicken. Mir ist gerade aufgefallen, ich war mir da gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, die Asari kann man von ihrem Alter her auch an der Hautfarbe schätzen. Denn ich glaube, die jungen Asari haben noch eine ziemlich blaue Haut. Und wir haben ja auch gesehen bei der Detective, keine Ahnung wie sie ist, Anaya oder so, die hat auch noch ein ziemliches kindliches Gesicht, ein sehr rundliches. Während Samara halt eine blasse Haut hat, als Asari-Matriarchin, schon ziemlich alt ist. Und hier sieht man das auch an mit diesen hohen Wangenknochen. Sie sieht viel reifer aus und viel älter. Nebenbei bemerkt, eine der wenigen Asari, die ich vom Gesicht her auch mal hübsch finde. Also da gibt es nicht viele von. Meistens finde ich, sehen die Asari jetzt nicht so geil aus. Aber gut, egal. Machen wir mal weiter. Hallo Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Sie haben behauptet, von all dem nichts zu wissen. Sie haben jetzt genau eine Chance, diese Aussage zu korrigieren. Was soll das heißen, Erdenclan? Ich will doch nur meine Ware von diesem Planeten runterbringen. Eclipse will ihr Blut und ich brauche ihre Hilfe, um in die Basis einzudringen. Sollten wir uns nicht zusammentun? Ja, Sie haben recht, Erdenclan. Ich bin verzweifelt. Wütende Söldnerinnen sind hinter mir her und jetzt auch noch diese Asari-Justikarin. Lassen Sie uns reden. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und das wollen mich umbringen. Irgendwie, als ob er ziemlich dumm wäre. Erzählen Sie mir was über diese Chemikalie, die Sie eingeschmuggelt haben. Sie heißt Minagen X3. Und ist sehr, illegal. Jeder mit Biotikkräften, der ihr ausgesetzt ist, wird dadurch stärker.
Je höher die Dosis, desto mächtiger wird man. Aber wer zu viel erwischt, stirbt daran. Mit diesem letzten Teil war Eclipse nicht einverstanden. Sie waren schon in der Eclipse-Basis. Woran erinnern Sie sich? Es handelt sich um eine Reihe von Andockbuchten, in denen die privaten Schiffe von Eclipse liegen. Sie sind gut bewaffnet und verfügen über Mechs. Und sie sind alle Mörderinnen. Jede muss als Teil des Aufnahmerituals jemanden umbringen. Es klingt, als wären Sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Na gut, für Eclipse-Versteck angreifen und jetzt ist er hinten auch offen mit diesem Zugangsschein. Das wollen wir uns natürlich im Kopf behalten, dass jeder einen Mord begehen muss. Kommt rein, Leute. Wir wundern uns aber immer noch, dass hier nur Eclipse-Schwestern sind, sozusagen, weil überall sonst die Eclipse vor allem aus Tech-Leuten wie Salarianern bestehen und da gar keine Beschränkungen... Oh, hier kommen gleich. Da gar keine Beschränkungen existieren. Zane hat es sofort richtig gemacht und ist hier vorne in Deckung gegangen. Ich habe es nicht so ganz gepeilt. Oh. Na komm. So, Mädchen. Das hast du dir wahrscheinlich anders gedacht, hä? Moment, kannst du gleich weiterreden, Idi? Eine geringe Dosierung vor. Warum klappt das denn nicht? Wir sind ausgefallen. Ah, shit. Okay, jetzt hole ich mir erstmal die hier. Warum das nicht geklappt hat, gerade weiß ich auch nicht. Okay, irgendwie scheinen die weg zu sein. Wir halten uns dann vielleicht mal von dem Gift fern. Das wäre, glaube ich, ganz gesund. So. Wunderbar. Schön. Das war ja ein Traum. Gut, weiter geht's. Das Gift verzieht sich hier gerade. So langsam zumindest. Gut. Da drüben war jetzt nichts weiter, ne? Da können wir eigentlich weiter vorstoßen. So. Hier, Sturmschrotflinte, wo war das? Hier, Scimitar, sehr gut. Schrotflinte M27 Scimitar erhalten. Grant, Jack, Jacob und Tali können die anlegen. Schön. Gefällt mir. Jack, wirst du die vielleicht gleich mal... Ach nee, weißt du, du hast die Scimitar jetzt dran. Nee, ich glaube, ich gebe dir mal wieder die Geth Plasma Schrotflinte. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, damit kommst du weiter. So, und dann ziehen wir mal durch hier. Göttin, oh Göttin, mach, dass sie mich nicht sehen. Und wenn sie mich doch sehen, dann mach, dass sie mir nichts tun. Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Sie stecken in einer feindlichen Uniform und deshalb werde ich sie jetzt umlegen.
Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich hier wirklich erwartet. Schön die Waffe weg. So, wir erinnern uns dran, um sich die Uniform zu verdienen, muss sie jeder gemordet haben. Das heißt, die hat schon gemordet. Und dementsprechend stimmt es nicht, was sie gesagt hat. Was läuft hier, das Ihnen nicht gefällt, Elnora? Ich dachte, wir fliegen durch die Galaxie und erledigen Bösewichte und so. Aber stattdessen verkaufen sie roten Sand und illegale Waffen. Sie haben sogar eine Ardat Yakshi hier weggeschmuggelt. Was bedeutet Ardat Yakshi? Das ist ein altes Asari-Wort für etwas. Ich hatte immer gedacht, das wäre reiner Aberglaube. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Ich dachte, sowas gäbe es gar nicht. Aber die Chefin meinte, die furchterregende Dame sei genauso etwas. Achso, Entschuldigung, das hatten wir ja schon. Ich dachte, wir fliegen durch die Aber stattdessen verkaufen sie roten Sand. Welches Schiff wurde für den Schmuggel benutzt? Wow, ich hab keine Ahnung. Das war vor ein paar Tagen und ich bin neu hier. Sie haben mir gar nichts gesagt. Hauen Sie ab, Elnora. Und wenn Sie nur bei Rot über die Straße gehen, werde ich Sie finden. Ja, Sir. Okay, ich gehe. Danke sehr. Das war ein Fehler, Shepard. Aber man hat halt nur die Möglichkeit, sie entweder sofort zu erschießen oder gehen zu lassen. Was ein bisschen blöd ist, aber das wird sich noch ändern. Das neue Forschungsdaten für den biotischen Schaden. Wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Scheiß drauf, dass wir die zusammen ziehen lassen müssen. Aber wir wissen, sie hat die Rüstung getragen und damit hat sie selbst auch schon gemordet. Das heißt, sie ist eine eiskalte Lügnerin. So. Und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns wieder aufs Kämpfen. Online. So. Einmal rein mit dem Werfen. Wieso hat er nicht getroffen? Wer weiß. Ein bisschen ziehen, ein bisschen werfen. Das war erst das 20. Mal, dass sie verbunden wurden. Naja. Das 5. Mal, nicht das 20. So, einmal Warp bitte. Der hat gut gesessen. Aber irgendwie scheint mein Werfen nicht so richtig zu wirken bei denen, kann das sein? Oder, oh, habe ich gleich die davor mit abgeräumt. Vielleicht kam mir das auch bloß so vor, ich weiß es nicht. Gut, weiter, keiner da. Dann nehme ich mir bloß mal die Muni mit und lass die komische Giftbrühe hier sein. Einmal Warp wieder. Oh, was? Wo ist das denn hängen geblieben? Ich weiß es nicht. Wow, die hat's aber gut weggehauen. Okay. Die lebt aber noch, oder? Ja, natürlich lebt die noch. Lebte! Hab ich dich! Für die hat sich's auch erledigt. Okay, haben wir hier drüben irgendwas außer der medizinischen Station? Ah ja. Ein Terminal zum Hacken. Hacken vor allem. Ah shit, ich bin nicht mehr nach oben gekommen. Das war schon zu. Okay, und das letzte haben wir hier bestimmt doch auch noch irgendwo. Na komm schon, lass dich nicht bitten. Wo bist du denn? Ach da. Ach nein, nein, nein. Oh gut, ich habe mehrere Versuche. Gut. Das ist das. Okay. War mir gerade nicht sicher, ob es wirklich das ist, wo ich gerade drauf bin, aber das war es tatsächlich. Das heißt, wir haben jetzt Fehlversuche, die wir uns leisten können. Beziehungsweise keine Fehlversuche, sondern wir dürfen jetzt auf die roten Dinger zumindest einmal kommen. Ich glaube, das haben wir uns freigeschaltet. Vorher ging das ja nicht, da war ja sofort vorbei, wenn wir da drauf gekommen sind, auf die Roten. Da hatten wir es dann immer direkt verkackt, ne? Okay, erstmal die hier vorne. Und während die am Boden liegt, stoße ich mal weiter vor. Gut. Weißt du, da kriegst du gleich nochmal einen Warp um die Ohren. Ach komm schon, oben gegen diesen Balken. Mist. Neuer Versuch? Besser. Ich sehe die gleich gar nicht mehr hier. Okay, hat gereicht. Weiter geht's. Schnell durch die Brühe durch. Halt, was haben wir da? Was war das gerade? Medizinische Station. Okay, ich glaube, hier geht's weiter hier oben. Das heißt, wir schauen mal ganz kurz in den anderen Ecken nach. Die Credits nehmen wir gern mit. Also die anderen Ecken sind nur eine andere Ecke. Ich glaube, da hinten kommen wir auch gar nicht hin erst. Ist auch egal, wir stoßen weiter vor. Ich glaube, wir kommen schon bald ans Ende hier. Allzu lang dürfte das Level gar nicht mehr sein. Oh
und ich sollte nachladen. Okay, noch sind wir nicht da. Hätte sein können. Oh. Da sind sie! Was ächzt sie denn immer gleich so rum, Mensch? Das ist ja schrecklich. So, Ruhe da drüben. Ist ja nicht auszuhalten. Ach stimmt, hier ist das mit dem Jäger gewesen. Och nein. Das ist schrecklich. Ich wollte nicht auf den Jäger schießen. Und für den Jäger, auf den Jäger bin ich jetzt gar nicht eingestellt, muss ich sagen. Da wäre nämlich eigentlich am besten, wenn wir jemanden wie Mordin dabei hätten, der halt Panzerung auch mit seinem Feuerdingens durchdringen kann. Sowas haben wir jetzt halt nicht mit dabei. So, scheiß mal auf die Toxinkonzentration, ist mir jetzt gerade mal egal. So, alles im Griff hier von Mädels. Ich hoffe doch. Oh. Tschüss. So. Oh, was? Wo kommt das denn jetzt her? Da war ich ein bisschen taub gerade. Okay, wir schauen mal. Irgendwo muss der Jäger ja auch sein. Der ist auf jeden Fall schon mal weg. Wow. Hey, ist ja gut. Lass mich jetzt mal kurz in Deckung gehen. So, du kriegst einen Warp ab. Wow. Die hat einen guten Flug hingelegt, muss ich sagen. So, die haben wir erwischt. Okay, dann erwischen wir auch. Oder die. Stimmt, es sind ja nur Frauen, habe ich schon wieder vergessen. Ach ja, ich gehe mal hier vorne in Deckung. So, dann machen wir mal den Warp, wenn Thane gerade verhindert ist. Das war's auch für die. Und dann schauen wir mal kurz, ob wir hier nicht noch irgendwas absahnen können hier oben. Ich glaube nicht so wirklich dran, aber wer weiß. Nee, sieht nicht so aus. Gehe ich jetzt nicht extra da hinten lang. Okay, wir stoßen weiter vor. Und ich hoffe... Oh, wir müssen natürlich auch die Treppe nehmen. Und ich hoffe, der Jäger lässt uns in Ruhe. Gut, hier gibt es eine Datei zum Lesen. Das schauen wir uns mal an. Jetzt ist es offiziell. Die kleine Elnora ist endlich eine vollwertige Eclipse-Söldnerin. Ich habe mir meine Uniform letzte Nacht verdient, als ich diesen dämlichen Volus umgelegt habe. Aus nächster Nähe mit Explosivkugeln. Hab dem Dreckskerl den Anzug ordentlich geöffnet. Ich kann's kaum erwarten, dass endlich Action ist. Meine Freundinnen werden beim nächsten Besuch zu Hause total neidisch. Und da haben wir den Beweis. Elnora war die Mörderin. Wenn wir gewusst hätten. Wir könnten das. Ich hab's ja gesagt. Sie hat die Rüstung bereits an. Gut. Weiter geht's. Und mal schauen, was wir jetzt machen können hier. Wir müssten eigentlich aufs Ziel zu steuern. Und davon warten schon die nächsten Gegner auf uns. Unterwerfen und unterdrücken. Schön, wie sie das so teilnahmslos sagen. Unterwerfen und unterdrücken. Oh ja, okay. Hier drüben kommt es jetzt gleich zum Kampf. Ich mache nochmal eine ganz kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.